Hallo und herzlich wieder zurück bei Final Fantasy Rebirth. Ich hoffe, dass jetzt der Stream besser läuft wie vorhin. Mal schauen. Es gab Ärger, muss ich mal schauen. Ich kann es nicht versprechen, ob es jetzt besser geworden ist als vorhin. So, wie es scheint, ist es nicht wirklich besser geworden. Also es tut mir wirklich leid, dass der Stream etwas da rumhängt. Ich würde es gerne besser machen, aber es liegt wohl wirklich an meiner Capture Card. Beziehungsweise an meinem HDMI-Kabel. Ist aber nicht schlimm, ich habe mir eine neue Capture Card sowieso jetzt bestellt. Müssen wir halt noch 2 Tage halt so streamen. Liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Thank you.
Wahrscheinlich. So, dann geht hier mal die Action ab. Gute Frage, wie die uns eigentlich finden, kommt. Keine Angst, ich halte dicht. Kenn jemanden aus der Hauptstadt. Gehörst du auch zu Avalanche? So was Ähnliches. Wartet. Ich lenke die Gardisten an. Währenddessen könnt ihr oben über die Träger klettern. Der Held ist und sieht. Das liegt doch gut. Ist nicht mehr weit jetzt. Bleibt vorsichtig. Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Kriegst du keinen Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse.
Über Synthese im Hauptmenü kannst du aus verschiedenen Materialien neue Gegenstände herstellen. Die benötigten Materialien sind in Formeln verzeichnet, die auf Synthese-Chips gespeichert werden. Je mehr Gegenstände du synthetisierst, desto höher steigt dein Geschicklichkeitsbonus und desto komplexere Formeln kannst du synthetisieren. Oh, scheiß Wort. Arbeite an deinem Synthesegeschick und suche neue Chips. Um dein Repertoire an herstellbaren Gegenständen ständig zu erweitern. Interessant. Ja, gucken wir mal das Tutorial, weil das gab's nicht im letzten Teil. Mithilfe eines Synthesemoduls kannst du mittels Synthesegegenstände und Rüstungen anfertigen. Versuche dich mit dem Synthesemodul von Broden an der Herstellung eines Heiltranks. Synthese, ja. Hier siehst du eine Übersicht über die Gegenstände, die du momentan anfertigen kannst. Diese Liste kannst du erweitern, indem du eine höhere Synthesestufe erlangst oder Synthesechips ausfindig machst. Um einen Gegenstand herzustellen, benötigst du die jeweils aufgelisteten Synthesematerialien. Schau nach, welche und wie viele Materialien du für die Herstellung eines Heiltranks benötigst. Hier werden dir deine momentane Synthesestufe und deine Erfahrungspunkte angezeigt. Das einmalige Herstellen eines Gegenstandes gewährt Erfahrungspunkte und erhöht deine Synthesestufe. Versuch dich also an vielen neuen Gegenständen. Kommen wir nun zur Herstellung des Heiltranks. Habe ich überhaupt den ganzen Scheiß her? Soll bei Segen des Planeten. Du hast erfolgreich einen Heiltrank hergestellt. Wie du siehst, kannst du deine Vorräte nicht nur im Laden aufstocken, sondern auch selbst herstellen. Die dafür benötigten Materialien findest du auf deinen Streifzügen durch die Wildnis, in Kisten oder nach Kämpfen. Manche seltenen Gegenstände können nur mittels Synthese hergestellt werden. Im Verlauf des Spiels wirst du sicher Gelegenheiten haben, sie anzufertigen. Ach ja, stimmt, ich hätte mit dir sollen in diese Vorführung gehen. Eine Sackgasse? Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Räumkommando.
Ehrlich gesagt nervt es mich richtig, dass diese Ruckler im Stream sind. Aber gut, ich muss leider bis Freitag warten für die neue Capture Card. Weißt du? Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also, das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Gruppenmitglieder auswählen. Wer am Kampfgeschehen teilnehmen soll, kannst du über die Kampfeinstellung im Hauptmenü bestimmen. Dabei hast du die Möglichkeit, bis zu 3 unterschiedliche Gruppenkonstellationen aufzustellen, zwischen denen du außerhalb von Kämpfen im Kampfkommandomenü mit L1, R1 wechseln kannst. Ein Ziel festlegen auf der Karte, die sich mit Touchpad öffnen lässt, werden Ziele, die für die Geschichte relevant sind, automatisch markiert. Mit R3 kannst du aber auch die Möglichkeit, Zielmarkierungen manuell zu setzen. Aktuell ist die Farm von der Broden, die erzählt hat, als Ziel festgelegt. Gut. Dann setzen wir mal unser Team zusammen. Was hast du, Materie? Da kann ich jeweils kann ich nicht selbst auswählen, wen ich möchte im Team, oder muss ich das doch Gruppenmitglieder wechseln. Okay, also ich werde Ares und ich werde Tifa reinnehmen. So, das heißt, den ersetze ich durch Tifa. Genau. Wenn es so ist wie im letzten Teil, war es so, dass Tifa ideal war für die Schockstarre. Cloud halt für den Damage und Ares natürlich für den Support und den Healer. Genau. So in der Art. Genau,
jetzt noch die Ausrüstung checken von jedem. Ich hab da jetzt sowieso nichts. Materia, was hat sie? Sie hat Charakter anwendbar. Heilung von 20% verlorener TP. Menschliche Einsätze, Fertigkeit, Chakra mit TP geheilt werden können. Okay, das ist sehr praktisch. Dann hat sie noch Eis. Sie kriegt Ifrit. Natürlich habe ich Heilung nur einmal. Sie wird natürlich Heilung drin haben, würde mich. Nee, mal nicht. Gebet ermöglicht den Einsatz von Personen in die Truppen mit. Ah, okay, das hat sie drin. Hat sie dann Wind? Ja. Ich werde das lieber drin setzen. Und gefüttert kriegt sie. So, Ausrüstung sofort in Ordnung. Ich denke, so können wir mal loslegen. Um Gegenstände mit dem Synthesemodul herstellen zu können, werden Synthesematerialien benötigt. Diese können gefunden, erbeutet oder gekauft werden. Materialsymbol liegen unterwegs herum von Ungeheuern erbeutbar. Selten. Sobald du Informationen über ein Synthesematerial erlangt hast, kannst du unter Synthese durch Drücken vom Touchpad sehen, in welcher Region das Material gefunden werden kann. Sehr schön. Ich denke, zu dieser Kiste gibt es auch eine Möglichkeit. Okay. Kann ich nicht mal rüberklettern? Nö. Wäre auch zu einfach. Okay. Wird sicher später eine Möglichkeit geben, da hinzukommen. Aber hochklettern oder so gibt's hier nicht. Ne. Dann nicht.
Oha. Okay, hier runterspringen wäre nicht so klug. Aber hier kann man runterklettern. Oha, hier gibt's ja richtig viel. Und die erlegen. Ja, Schockstarre. Und damit beschwöre Materie. Okay. Volle Kraft! Immer noch alles voller Gardisten. Wir sollten uns eine Weile von hier fernhalten. Glaubst du, dass sie nach uns suchen? Jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Und
attackieren ihr Gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. Wie dem auch sei, meine Nase verrät mir ihre Absichten schon von weitem. Die hier greifen nicht an. Das waren ja auch keine Monster, das waren Rehe. So, mich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwo eine Kiste versteckt ist.
Ich schätze das andere Team. Hä? Okay, ich brauch Kissen, um mich zu erholen. Nee, ich möchte jetzt kein Kissen verbrauchen.
Und tschüss! Das hat geklappt. Und weg damit. Häschen zerstören. Etwas in den Kampfmodus hier mal reinkommen. Hoppla. Was kann ich überhaupt jetzt schon herstellen? Also ich kann Heiltränke herstellen. Das heißt, im besten Fall soll ich schon sehr viele Sachen herzustellen. Weil dann geht die Stufe auch höher und ich kann jetzt Phönixtrank ist genau behebt Kampf und Fähigkeit eines Gruppenmitglieds und halt eine geringe Menge TP. Das war mal die Phönixfeder. Stufenaufstieg. Hm.
Mist. Was unternehmen. Nix Fehler verklaut. Ich darf hier nicht verlieren. Nimm das und ich schaff. Hier! Jetzt absetzen! Ja! Könntest du das hier übernehmen? Der Kampf war etwas anstrengend. Okay, Medaille. Okay. Ich krieg keine unter. Stufe. Oha, hier gibt's richtig fetten Loot.
Seltene Ausrüstungsteile, Materialteile. Was gibt's da? Eine Hütte. Also gleich hinter den Minen? Ja, ich bin mir sicher. Die Boote bringen uns aber nichts. Wir könnten es probieren. Lieber nicht. Na dann, Badehosen raus! Aufgepasst! In den Sümpfen lebt der Midgard-Soma. Guckt! Aber auf dem Rücken eines Chocobos sind sie sicher. Also, leihen Sie sich jetzt bei uns einen Chocobo. Für Reservierungen wenden Sie sich an Bill. Cool. Leihen wir uns welche? Haben fast keine Wahl. Genau. Sieht so aus. Vorbeigelaufen.
zu Fuß. Ich dachte, wir suchen nach Chocobos. Schade, hier kommt man nicht hoch. So, die Ecke hätte ich auch komplett durchforstet. Hoppla. Hier sind noch ein paar Items. Ein seltenes Item. Alles wird mitgenommen, nichts wird hier verschwendet. Hier war ich schon. Ich gehe mal Richtung der Farm. Nicht gut.
gemacht. Der Feind ist geschwächt. Da! Es ist vollbracht. Schon wieder so ein Turm. Kommt schon! Ich denke, wir müssen später noch was mit diesen Türmen machen. Ich denke, die leuchten nicht ohne Grund. An Verkaufsautomaten. An Verkaufsautomaten kannst du dich mit Gegenständen wie Heiltränke oder Phönixfedern für den Fall der Fälle wappnen. Und manchmal werden diese Gegenstände in begrenzter Stückzahl sogar zu einem reduzierten Preis angeboten. Wenn du also knapp bei Kasse bist oder deine Gil lieber sparsam benutzen möchtest, solltest du dir das Sortiment der Automaten unbedingt ansehen, wenn du unterwegs einen findest. Okay. Was gibt's denn hier im Angebot? Kissen reduziert. Kaufen wir. Was gibt's noch reduziert? Kaufen wir auch.
Naja, mir ist es wichtig, dass eigentlich all meine Teammitglieder dies hier drin hat. So, das heißt, ist jetzt bei Eis. Ich tausche aber Chakra gegen Heilung. Gebet lasse ich drin, aber ich nehme dir Blitz weg und dafür kriegst du Heil. Genau. Naja, später kriegt ihr beide auch noch Heilung, aber ich habe momentan nicht gerade sehr viele Moneten. Ich kann den Kodex wieder erhöhen. Was habe ich hier? Kampfklinge. So, jeder, der die Saga kennt, beziehungsweise die Story kennt, weiß ja, was mit Eris passiert. Und ich bin echt gespannt, ob das schon jetzt in diesem Teil passiert oder erst im letzten Teil. Ich denke eher im letzten Teil. So, ich gönne mir jetzt mal auch eine Pause. Ich gehe jetzt mal eine rauchen. Wie spät haben wir denn? 11:15. Ja, ich guck mal. Ich bleibe eventuell heute bis so gegen Mitternacht. Und morgen habe ich nämlich Termin beim Chirurg. Für die Leute, die es halt noch nicht wissen, mein Knie ist kaputt, besser gesagt Kreuzbändervorfall. Und ja, was soll ich sagen, ich muss operiert werden. Dementsprechend habe ich morgen einen Termin, um da mit dem Chirurg drüber zu sprechen, wie und was jetzt da gemacht wird. Also ich werde nicht drum rumkommen, die OP durchzuführen. Und ja, danach sehe ich, wann ich da Termin kriege. Wann werde ich
komplett im Arsch sein mit dem Knie. Mal sehen. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten. Schön für dich. Wie auch immer. Also, gönnt euch eine Pipi-Pause, geht auch eine rauchen, holt euch Snacks, was auch immer. Ich komm gleich wieder. Nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten. Oh, glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten. Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zu Futter verarbeiten. Getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zuvor.
Glaubt nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zum Futter verarbeiten. Glaubt nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zum Futter verarbeiten. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zum Futter verarbeiten. Nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zum Futter verarbeiten. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zum Futter verarbeiten. Glaub nicht, dass das hier Futter sein soll. Nee, die Tiere schlafen da drauf. Und wehe, es ist nicht ordentlich getrocknet. Da kriegen die richtig schlechte Laune und wollen mich zum Futter verarbeiten. So dann, dann geht's weiter hier. Nichts.
ist hier denn was zu machen? Könnte ich sie doch nur wieder zum Laufen bringen. Okay, das heißt, wir müssten schauen, ob wir das Ding wieder zum Laufen kriegen. Ich denke, wir müssen da was mit der Mühle machen. Als wäre da was drin. Ja. Thank you.
Laufen wir hier die Gegend entlang. Aber wieso war der Pointer vorhin hier? Das war doch die Stadt, oder? Genau. Okay. Ich muss sowieso da unten. Also ich glaube, ich gehe noch mal nach oben zurück. Wie weit ich da eigentlich hingehen kann. Also ich weiß nicht, wie macht ihr es meistens? Also ich bin jemand, der zuerst lieber die Map aufdeckt, mal jede Ecke mal durchcheckt, was es gibt, ob es irgendwas zu holen gibt oder einfach nur zum Entdecken. Oder seid ihr eher die, ich mache jetzt mal ganz normal die Story und dann später gucke ich mal, was es so gibt. Dass ich immer lieber entdecken möchte, ist, dass ich immer die Angst habe, dass ich nicht mehr in einen bestimmten Teil zurückgehen kann. Dann alles entdeckt. Laufen wir hier runter. Da ist auch die Brücke. Schauen nur, ob man nicht vielleicht in die Scheune gehen kann. Gehen. Naja, beim Entdecken habe ich mehr die Angst, dass ich auf ein Gebietsmonster treffe, wo ich einfach den Kürzeren ziehe. Ins Kartenladen. Okay. Keiner da?
Also ich finde auch die Ländereien sehen verdammt gut aus. Die Details und alles, also alles, die Texturen haben richtig schön Tiefe. Es ist nicht eintönig. Naja, wenn man jetzt hier den Boden jetzt absieht, der Boden sieht jetzt nicht gerade super aus, wenn man ihn doch genauer ansieht. Das ist aber dann schon Kritik auf hohem Niveau. Und halt das, was mir halt ins Auge sticht, ist, wenn die NPCs sich sehr stark wiederholen, darauf achte ich sehr. Aber ich weiß auch, dass man nicht unbedingt jetzt 20.000 verschiedene NPCs designt. Okay, wir sind jetzt wieder quasi am Anfangspunkt. Okay, sehr schön. Dann laufen wir hier mal die Straße weiter. Da kann auch das letzte Fleckchen Weiß hier auf. Schatz versteckt. Schatzverstecke befinden sich meist in stillgelegenen Fabriken oder Wohnräumen. Hier gibt es Schätze zu entdecken, die über die Jahre längst in Vergessenheit geraten sind. Wenn du alle Schätze gefunden hast, ist die Schatzsuche beendet. Okay. Ich stelle mir die Frage, was man mit diesen Mook-Schlüsseln machen kann. Ich glaube, hier kann ich nichts mehr machen. Spray.
Okay, es gibt zwei Schätze. Gut, dass es mal angezeigt wird, wie viele Schätze hier in der Gegend sind. Na, da ist die Schatztruhe. Darum lieb ich dieses Entdecken der Map. Gut, ich habe jetzt nicht was Dickes gefunden, aber... Schätze sind Schätze. Und hier gibt es ja noch mehr. Hier gibt es drei Schätze sogar. Phönixfeder, sehr gut. Das ist interessant. Und drei Heiltränke. Sehr gut. Mokri-Schlüssel. So, den Part haben wir entdeckt. Jetzt gehen wir weiter nach unten. Die gehen wir mal verprügeln. Kriegen wir noch ein paar Items. Geil, Kissen. So, ich denke, diese Kissen sind sehr nützliche Items, die wir noch später des Öfteren brauchen.
glaube, das sind wieder diese komischen Elefanten. So andauernd auf mich. Nein! Sehr verdächtig. So eine offene Stelle und nichts los. Die Zeit drängt.
Feuer! Ziemlich schwach! Bring es hinter uns! Das war's dann. Tschüss. Feuer frei! Jetzt! Das war's! Nimm das! So, weiter so! Und weg. So was für eine kleine Bucht. Hier geht's wieder eine Bank. In die noch so kleinste Ecke prüfen, ob nichts irgendwo was liegt. Kann ich da rüber schwimmen? Da leuchtet etwas Lilanes. Was haben wir denn hier? Präzise Abwehr. Sehr schön. Meine kleine Schatzinsel. Oh. Und wir aber hier nichts vergessen. Oh, wir sind ja schon gut am Entdecken hier. Die Karte sieht auch ziemlich massiv aus. Besonderes mehr.
Faster! Sehr gut! Diesmal nicht. Okay, ich verstehe. Man kriegt die Erfahrungspunkte nur, wenn man es zum ersten Mal es herstellt. Gut. Ja, da fehlt mir jetzt selber. Jetzt verstehe ich. Aber gut. Sehr ungewöhnlicher Ort. Interessant.
Eine Höhle. Ich denke, das wird noch später hier interessant sein. Schon wieder so ein Aussichtspunkt, wo wir sicher wieder Mugris Schlüssel bekommen. Oh nein, hier sind ja nur Wölfe. Jetzt oder nie! So eine Konsole. Das wird auch schon später eine Quest sein.
kann mir vorstellen, dass es nichts gerade sehr spannend ist, was ich hier gerade streame, dass ich die ganze Map hier aufdecke. Aber das muss auch sein. Gucken wir mal hier, die Mitte. Geil, kann ich nicht den Panzer nehmen. Das ist ein Gegner.
Wow, jetzt haben wir schon rumgewischt. So wird das nichts. Da oben haben wir noch eine Stelle übersehen. Schon. Jetzt müssen wir aber... Ja, Phönixfeder können wir machen. Juhu. Wir haben nächste Stufe. Gegengift machen wir auch. Wir können sogar noch hier was machen. Und hier. Steht eigentlich auch dabei. Supertrank haben wir jetzt auch. Da fehlt uns noch ein bisschen. Aber nicht schlecht. Wir haben schon gut aufgelevelt. So. Da hatten wir auch die Ecke. Könnten wir die linke Seite noch machen. Wenn wir hier über die linke Seite gehen, machen wir noch dieses Gebiet und dann gehen wir hier noch alles fertig machen. Sind ja richtig tüchtig im Sammeln. Hoppla.
Okay. Da kommen wir jetzt wieder zu der Stelle. Mit diesen komischen Vögeln. Oh nein, nicht schon wieder ein scheiß Wolf. Laufen wir weiter in die Richtung. Oh, hier sind dann Patrouille. Und Schiss! Mit der scheiß Vogel, ja. Sind meine Augen denn da? Prachtklinge. Oh. Spiele ich noch weiter mit der Waffe, bis ich das Dings freigeschaltet habe, Impulsklinge. Schön, haben wir neue Waffe.
hier wollen wieder welche verprügelt sterben. Ja, 1000 Gil, das ist toll. Wie gesagt, es lohnt sich, die Welt zu erkunden. Über 1000 Gil sage ich nicht nein, weil das Geld braucht man hier im Game. Die Zeit drängt. Wir haben Impuls hier fertig. Sehr schön. Dann nehmen wir das nächste Schwert. Was haben wir hier? Ja, noch immer Vita, Feuer. Und wir haben eine Stelle plus. Das wäre interessant. Richtig viel Loot. Noch mehr Loot. So. Soweit so gut. Den Berg haben wir einmal durch. Dann gehen wir jetzt nochmal hier. Hier haben wir alles gesäubert, 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 gesäubert. Und dann säubern wir jetzt noch den Teil. Wie spät ist es? Puh. Säubern wir noch ein bisschen und dann gehe ich aber schlafen. Weil sonst kriege ich nicht genug Schlaf. Das sieht schon geil aus. Bringen wir es hinter uns.
oder nie. Nicht gut. Und weiter. Schrecklichkeitsbonus. Hier gibt es sehr viele Windmühlen. Den hatte ich schon vorhin gesehen, dieser Riesenpilz. Schätze. Drei Heiltränke, sehr schön. Letzte wird hier bei der letzten Mühle sein.
wir gehen noch den Teil da. Ich glaube, ja, das ist die Schokopuffform. Wir sind fast durch mit unserer Entdeckungstour. Aber noch gut gelevelt. Hier noch das letzte Stückchen da prüfen. Oh, geil. Viele Ressourcen. So, wir sind auf dem guten Weg. Oh, die gehen wir verprügeln. So.
sieht sehr gut aus, das da. Das ist da vorne. Ah, das ist eine Bank wieder. So, das sieht sehr gut aus. Haben wir die Map sehr sauber aufgedeckt. Wir müssen noch hier ein kleines Teil aufdecken, aber das ist kein Problem. Rennen wir mehr in die Richtung. Sind wir eigentlich nur noch hier hinlaufen. Das sind keine Gegner.
So, dann haben wir hier geklärt, können wir dahin. Schon weg? Nö. Nee. Was sind da hin? Sehr schön, haben wir die Map jetzt soweit aufgedeckt. Oh, viel Arbeit. Wurf, Na, sieh mal einer an. So trifft man sich also wieder. Oh, der nette Herr mit dem Wagen. Noch einmal vielen Dank für die Hilfe. Ach, nicht doch. Für zwei so reizende Damen tut man das doch gern. Hoppla, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Bill. Na, mehr gibt's nicht zu sagen. So, was gibt's? Ach, ich weiß. Ihr braucht bestimmt Chocobos. Allerdings. Wir wollen mit Ihnen die Sümpfe überqueren. Da seid ihr bei mir genau richtig. Früher gab es hier ja ein ausgebautes Verkehrsnetz, aber wie ihr wisst, sind diese Zeiten leider vorbei. Doch wir haben das nächstbeste, Chocobos. Für die Sümpfe gibt es nichts Zuverlässigeres. So, meine Damen. Ratet mal, wie genau die Chocobos quasi über die Sümpfe hinwegschweben. Nun, ja. Dank ihrer Federn treiben sie auf dem Wasser und mit ihren kräftigen Beinen paddeln sie schnell wie der Wind. Mit ihnen kann selbst der Midgardsomer nicht mithalten. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freunde. Na, was ich damit eigentlich sagen will? Zum Überqueren der Sümpfe kommt man an Chocobos nicht vorbei. Das kann ich gar nicht oft genug betonen. Können Sie uns welche leihen? Sicher doch. In dem Stall dort hinten findet ihr meinen Enkel Billy. Der kann euch mehr sagen. Oh geil, wieder ein Automaten. Was können wir denn hier Schönes kaufen? Reduziert. Kissen. Das nehmen wir doch gerne. Und was gibt's noch? Stehlen. So, was gibt's hier noch von Items? Ich kaufe noch zwei, weil dann habe ich noch für Barrett und den Hund. So.
Brauche ich nicht. So, wir haben hier wieder Punkte zu verteilen. Fernkampfklinge nehmen wir. Und der gute Witt kriegt auch eine neue Fähigkeit. So. Holen wir uns einmal aus. Gehen zuerst zum Turm noch. Gibt es keine Kiste da oben? Nee. Aber hier ist wieder so ein Schalter. Und ich bin mir sicher, dass wir hier irgendwann was machen müssen. Gibt es quasi überall. So. Wir gucken nochmal, was wir in der Synthese machen können. Supertränke können wir momentan nicht machen. Wir brauchen der Gnade des Planeten. Armreifen können wir auch nichts machen. Ah, aber ein Kraftreif können wir machen. Easy. Und dann Seelen-Ohrring. Außerdem müsste ich schauen. Thank you.
Okay. Passt. Hat jeder. Ich hasse diesen Wolf. Ich hab den noch gar nicht gescannt. Die habe ich auch noch nicht gescannt. Das steht immer, wenn ich sie schon gescannt habe oder nicht. Muss ich das noch machen? 16 Stück habe ich schon platt gemacht. So denn, dann speichern wir mal. Sehr schön. So dann, meine lieben Leute, für heute reicht es. Es ist auch schon fast 1 Uhr. Das heißt, wir hören uns morgen wieder in aller Frische. Dann gucken wir für das nächste Gebiet. Ich weiß, es war nicht sehr spannend, aber die Map aufdecken ist immer wichtig in dem Game. Ihr habt ja gesehen, wir haben sehr viele Sachen gefunden, sehr tolle Sachen gefunden. Und ja, wir haben auch uns gut aufgelevelt, so 4 Level, glaube ich. Bin schon richtig gespannt, wie die Story jetzt weitergeht. Also ich freue mich schon morgen auf den nächsten Stream. Es tut mir halt nochmals leid, dass der Stream qualitativ sehr schlecht ist. Aber gut, das müsste sich aber demnächst regeln, also sobald ich jetzt die neue Capture Card habe, weil momentan habe ich die Elgato HD60, ist das die HD60, glaube ich, ja, und obwohl die eigentlich die Spiele trotzdem sauber ausführen sollte, ich habe den leichten Verdacht, es liegt am HDMI. Könnte sein. Dementsprechend werde ich sowieso morgen oder übermorgen muss ich sowieso dann ein neues HDMI-Kabel kaufen. Weil das ist auch das Kabel von der PlayStation 5. Das beigelieferte HDMI-Kabel ist nicht besonders qualitativ. Wie auch immer. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch allen eine schöne Nacht und bis in ein paar Stunden.